Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Und wieder mit dabei ist der Faustus Zockt Jawohl. und die Ruby. Hallöle. Ja, wir haben es geschafft, hier ein Klärwerk einzudringen. Hier ist eine verbuggte Türe, die irgendwie mitten im Raum hängt. Und hier sind noch mehrere Türen, die irgendwo hinführen. Keine Ahnung, wohin genau. Bei mir ist es ein bisschen am Laggen hier. Oh. Und Ja, hier. hier ist nix, hier ist nix. Also hier, ich kann hier eine 272er Jacke Hemd geben und eine 170er Mütze, wenn einer haben will. Sonst ist hier nix. Okay, ich schau mal kurz die Kiste an und mal gucken, was hier drin ist. Gucken, ob hier oben noch was zu looten ist. Ja, ein bisschen hier Müllberg. Der Durchfall, der macht Ärger. Eine Wrench, eine 153er, dreimal Rappen Repair Kit und Holz. Oh, ist schon Bär. Ganz, ganz schlecht. Ja gut, ich würde sagen, wir ziehen mal weiter. Wir gucken uns das irgendwann mal ganz genau an, aber jetzt ist gerade ungünstig. Wir müssen ja echt mal was finden. Sonst wird das hier nichts mit dieser Staffel. Komm schon. So, Fluchtweg. Du bestimmst dir deinen Weg, alles klar, gut. Ja, ich würde sagen, weiter geradeaus gehen, oder? Oder die Straße geht hier nach links, aber da würden wir wiederum wieder reingehen. Ich muss mir aber Ist auf gerade. jeden Fall auch ein Bär, da will ich sowieso nicht lang. Ich müsste mir eigentlich einen neuen Bogen craften. Bow. Oh, da sind aber ein paar Zombies da vorne. Ja, treffen will gelernt sein. Keine Sorge, ich helfe jetzt mit aus. Oh, ein 32er Bogen. Ui. Ja, und vor allem ist man hier in diesem Biom auch irgendwie die ganze Zeit überhitzt mittlerweile. Na komm, lass einfach mal dran vorbeirennen, dann Ja, wissen das wir's. würde sonst jetzt auch zu lange dauern. Mein Bogen ist sowieso gleich hin. Das ist zwar ganz nett hier mal zu looten und so, aber hier zu wohnen. Oh, da ist ein Was grünes, Grünes? flaches Biom. Flach. Yeah. Bitte geh Direkt so neben der weiter. Flugbranden. Es sollte nur weitergehen, dann wäre alles super. Oh, es sieht gut aus. Ich glaube, wir haben Glück. Das wäre ja mal was. Ja. Na, noch sind wir ja nicht ganz raus. Es ist noch alles so übergreifend, mehr oder weniger. Ah, da ist auch noch ein bisschen verbranntes Biom. Hier ist ein Haus. Oh, da ist ein Haus. Da ist noch ein Haus. Was ist denn hier los? Ist ja wirklich hier so eine richtige Kleinstadt oder sowas. Ja, nicht schlecht, aber ich habe echt Probleme mit meinem Dünnpfiff, ne? Also die müssen wir behandeln, Leute. Ja, aber ich schieb dir gleich einen Korken rein. Bei mir auch mittlerweile. Echt nicht geil, ja. Bin auch nicht mehr so schnell. Oh nö, oder? Oh, hier ist ein Riesensee. Ja, Da sauber. siehst du. Aber ja, Aber. das Problem ist. Problem ist. Ja, das ist ja nicht so wirklich grün, so irgendwie. Also einen See hätten wir schon mal. Ich würde mal sagen, gucken wir dann, dass wir so ein bisschen um den See erkundschaften. Aber wenn ich auf die Uhr gucke. Oh, dann geh mal lieber zurück in unser Haus hier vorne. Ja. Aber am besten nicht in die Ruine da. Ja, diese Staffel hat echt Pleiten, Pech und Pannen. Aber irgendwie kriegen wir das schon. Es sieht auf jeden Fall schon mal ganz positiv aus hier. So, welches Haus nehmen wir denn? Das ist so klein, da kriegt man nichts. Da, hier das. Das ist ein bisschen was größer, da können wir doch noch ein bisschen vielleicht was finden, was Tolles. Ja, genau. So ein Topf. Wäre ja schon mal was. Das wäre auf jeden Fall schon mal was. Die Tür ist auch offen. Oh, hat sogar einen Keller. Der Keller ist überflutet. Was? Ich sauf ab. Scheiße, der Keller ist überflutet. Wie krass. Tatsache. Hammer. Ja. Ich Cool. repariere mal die Tür. Sehr lustig. Das,
ist ein merkwürdiges Haus. Das ist auf jeden Fall auch ein neues Haus. Ein Topf. Toilette, haben wir da vielleicht Wasser drin? Jawohl. Aber dreckiges. Ja. Das ist was. Und noch eine Range. Die geht's auch nirgendwo nach oben, war, ne? Das ist auch komisch, ne? Das ist doch, doch, es geht nach oben. Wo denn? Ja, wo denn? Einmal in der Küche hinten rum. Ah, da. Hab ich gar nicht gesehen. Da. So ein paar Betten hier. Was gibt denn das Bett eigentlich? Gibt das ein Leder? Ne, das gibt Eisen. Hm. Gut, hat einer Steine für Lagerfeuer, obwohl ich weiß auch nicht, braucht man nicht wirklich, ne? Ich hätte jetzt gar nichts zum Kochen da, außer wir hätten einen Kochtopf. Ich hab leider gar keine Steine. Ich meine, Wasser hätten wir ja unten im Keller genug. Ja, ich könnte die Gläser mal auffüllen, das ist korrekt, ja, stimmt. Aber... Mach ich auch mal. Ja, gute Idee. Meine Gläser. Krass, hier so ein überfluteter Keller. Aber ich gehe mal auf Erkundungstour im Keller. Ich weiß, man friert danach, aber der Keller ist groß. Ich bin neugierig. Was ist das da hinten? Eine Pumpe? Was ist denn das? Auszittert. Hing da gerade fest. Das ist ja voll die tödliche... Tödliches Ventil, da hängst du ja voll fest dran. Und eine Türe ist hier noch. Nein, ich sehe nichts mehr. Oh Gott. Das ist ja unheimlich. Ach, da hier. Ist der Keller. Hm, das hier. Oh, meine Maus zittert voll. Kannst du vergessen, hier in der Nacht rumzutauchen. Siehst du gar nichts im Keller. Na gut, jetzt haben wir Wasser. Dreckiges, aber sonst... Immer. Ja, ich denke mal, ich werde über Nacht, weil werde ich mich mal irgendwo oben hinsetzen. Ja, ist besser, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Oben wurde auch schon alles gelootet, ne? Ja. Mhm. Ah, groß gelootet habe ich jetzt nicht wirklich. Habe auch gar keinen Platz mehr. Nee, der ist auch Mangel. So eine Couch oder sowas kann ich noch kaputt machen. Stoff und Holz kriegt man da raus. Lohnt sich ja noch. Ja, dann können wir jetzt eigentlich nur Inventar ein bisschen aufräumen. Sofern man da irgendwas aufräumen könnte. Mhm. Aber vielleicht gleich mal gucken, Sachen zusammenschmeißen, wenn jemand irgendwie was doppelt hat oder so. Ja. Also ich könnte nehmen Bücher, ne, oder ich habe ein Buch, Scrapgrass und Scrap Lead, weil das Buch, haben wir wahrscheinlich alle, ne? Buch kannst du zu Seiten machen und dann kannst du mir die Seite geben, weil Seiten habe ich. Ja, okay. Soll ich dir die rausschmeißen? Komm hier. Ja. Danke. Ich mache auch mal... Ach ja, die Dose. Also im Endeffekt könnten wir was zu trinken machen. Wenn wir ein Feuer machen, mit einem Stick, kannst du die Dosen ja auffüllen. Und dann kannst du die Dosen abkochen, ne? Das geht über dem Feuer. Ich habe keine Dosen. Ich habe 9 Stück. Ich habe die immer direkt zu Eisen, also, ne, gemacht hier. Ich guck mal, dass ich dann Feuer mache. 2 Steine. Nee, das irgendwie helfen sollte. Und, was brauche ich für den Durchfall? Golden Flower? Ja. Golden Rod? Da habe ich nämlich zufällig auch eins. So, ich guck mal Campfire. Sollte ich auch richtig schreiben. So. Dann gehe ich mal die Dosen auffüllen. Ach, die füllen sich ja auch alle nur einzeln auf, so war das zumindest noch in Alpha 12. Nicht stackbar, ja? Ja. Muss ich jetzt gerade gucken wegen Platz.
Eventuell kann ich auch mal eben, weißt du was, ich mach mal eine Kiste, dann tun wir einfach mal alles an Zeug rein und vielleicht ist ja irgendwie was doppelt. Und dann machen wir uns dann nachher wieder voll. Klamotten aus Stoff könnte ich mir dann auch mal machen. Ich habe 86 Stoffe. Ich habe immer noch so eine dicke Lederjacke, eine 328er. Aber gut, ist jetzt hier wahrscheinlich eh noch ein bisschen Mist wegen Überhitzung und so. Ich kann mir erstmal eine neue Axt machen. Weiß ich die alte einfach mal am Boden. Duct Tape, ja. Packst du jetzt dein Zeug da rein, ja? Ja. Habt ihr soweit alles reingepackt? Pack ich mal mit. Ach, du hast aber auch ganz schön viel Goldenrod. Oh. Wieder mal eben Wasser holen in der Dose. Haben wir wenigstens das schon mal zum Trinken als sauberes Wasser. Wenn ich Fackel tue ich mal weg. Keller finde, hier ist er doch. Ach nee, der füllt dann doch jetzt alle auf. Das haben sie neu gemacht in der Alpha 13. In der Alpha 12 war das einzeln. Das ist ja gut. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Das fand ich auch vorher immer so ein bisschen Quatsch, weil warum einzeln? Ja, vor allem die Gläser kann man ja auch stacken, also daher. Da mach direkt mal Tee. Tee kann ich nicht machen. Oder ich. Also müsste ich jetzt gucken, ob es geht, wenn ich jetzt Golden Flowers nehme. Mit der Dose. Ich habe ein sauberes Glas, aber das bringt uns ja nichts, ne? Glas muss ja trotzdem Topf für haben. Drei Minuten köchelt das jetzt. Ja, ist doch schön. Ist jetzt erstmal nur Wasser, dann mal gucken, ob das dann geht. Ja, also das mit dem See sieht ja zumindest schon mal ganz gut aus. Nur wir müssten das Gebiet halt um den See herum mal erkunden, ob es sich lohnt, dort was zu machen. Weil der See wäre natürlich super, aber wenn... Das ist ja kein Grünbiom hier. Ja, am nächsten Tag machen wir das dann mal, ne? Das sieht man ja hinter dir, oder? Ist das hinter dir? Ne, genau auf der anderen Seite. Genau auf der anderen Seite. Da klopft doch schon einer wieder. Oder bist du das? Ich bin das. Ich guck gerade hier aus dem Fenster. In dieser Richtung, aber... Ist jetzt gerade so neblig, da sieht man nichts. Ja, schön hier. Super Aussicht. Ja, ist total toll. Ah, kein Topf, das ist echt ein Mist, ne? Ja, dass wir jetzt bei so vielen Häusern und so viel Krams immer noch keinen Topf gefunden haben. Weißt du was? Nee. Ich komm gleich wieder. Was machst du? Ich geh mal in den anderen Häusern gucken, ob da ein Topf ist. Ja, Bleib dann lieber hier mit meinem Durchfall. Vor allem das Geile ist, ich stehe nur, ja, und meine Ausdauer schwankt die ganze Zeit. 101 habe ich maximal und zwischen 100 und 101 schwankt die ganze Zeit, obwohl ich stehe. Aber bei mir ist das gar nicht so. Ich habe jetzt auch dieses Dreckwasser die ganze Zeit getrunken und das... Mir ist gar nichts los, irgendwie. Dann hast du Glück gehabt, das passiert nicht immer mit dem Durchfall. Das ist so 50-50 Chance. Ich habe ein bisschen kaputte Knochen, glaube ich. Deswegen bin ich so langsam. Und jetzt wird auch noch kalt. Da müssen wir nur ins Feuer gehen, dann geht das schon. Ah, ein Safe gefunden, aber natürlich... Kloppe ich den jetzt nicht auf, das würde jetzt zu lange dauern. Also volles Wasser, volle Wasserdosen, gekochte, kannst du nicht stacken. Okay, aber ja, wenn du die Wasser rausgeholt hast, also quasi so wie ich das eben gemacht habe, das war vorher nicht, dann musstest du die einzeln machen. Das meinte ich damit. Ich habe voll das Problem, dass meine Maus die ganze Zeit so komisch zuckt, ey. Also bei mir läuft jetzt wieder alles ganz normal. Vorhin hat er geleckt ohne Ende, aber jetzt geht's.
Nein, das ist meine Tischunterlage. Ich habe jetzt gerade keinen Mauspad, weil das irgendwie total versifft ist. Der Tisch, der ist irgendwie kacke. Ich bin jetzt gerade im anderen Haus. Auf jeden Fall kann man keinen Tee machen, das habe ich gerade mal geschaut. Schade. Ja. Leider ist das echt Mist. Ach, nein, meine Steinaxe ist kaputt. Das ist natürlich auch Mist. Wenn das Feuer, wenn das alles abgekocht ist, bitte Feuer ausmachen, weil ich habe mein ganzes Holz da reingepackt. Ach so, ja. Okay. So, Feuer aus, Holz raus, Gläser, also beziehungsweise die Büchsen auch alle raus. Ruby, willst du was zu trinken haben? Ja, gerne. So, dann trinken wir mal alle was. Na komm. Ach, warte mal, ist das Wasser zu heiß oder was? Kann das nicht trinken. Ach, ich habe gar keinen Durst. Ach, keinen Durst? Los. Aber Hunger, oder? Ja. Hunger haben wir immer. Das fehlt mir dann. Gut. Ich muss alles trinken, damit ich wieder richtig. Ja, mach. Trinken. Also, wir haben. Weil die kann man ja auffüllen unten. So. Einfach unten wieder die Dosen voll machen und gut ist. Wenn du noch mehr brauchst. Ne, jetzt ist es in Ordnung. Okay, ja, gut. Ja, und wir zwei warten hier ganz toll, ganz tapfer auf den nächsten Tag. Ja, ja. Super. Ich bin sogar gerade hier so ein bisschen draußen am Rumkloppen. Ja, ich weiß nicht. Hättest du vielleicht mal einen Schlafsack machen sollen, bevor du da außen rummarschierst. Ach, geht schon. Ah. Bin ja nicht umsonst der Extrem. Ja, genau. Ah, oh, hier okay. Ist ja ein Auto, das kann man nicht nochmal auseinandernehmen, ne? Na komm, machen wir das mal mitten in der Nacht. Ja. Oh, hört ihr das? Ja. Oh, Eisenrohre rausbekommen. Benzin, Lampen. Noch mehr Benzin. Ja, ich würde aber sagen, dass wir jetzt gleich mal hier so ein bisschen Schluss machen, wa? Also von unserer Seite passiert ja eh nicht mehr viel. Wir stehen jetzt hier schon seit ein paar Minuten rum. Ja. Oder? Ja. Gut, ich guck nochmal ganz schnell hier beim Auto nach und dann komme ich zurück. Und dann können wir die Folge beenden, bis es dann zumindest wieder Tag ist. Was ist das denn? Ach so. Hier geht's also zum Keller, okay, ich verstehe. Ich komme nach oben, genau falsch herumgegangen. Erstmal gewöhnen hier in dem Haus. Gut, unsere Mitternachtstour hat leider nicht viel Wertvolles mit sich gebracht. Wir haben zumindest jetzt einen großen See gefunden. Aber was sich daraus ergeben wird, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Um 4 Uhr dackeln wir dann los und schauen uns das Ganze mal an. Aber wenn euch diese Folge bis hierhin gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch bei den anderen rein. Link in der Beschreibung. Und wir sagen bis dahin. Tschüss. Und tschüss.